Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Mille Meli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und Mille Meli schreibt, Hallo Dandy, anbei schicke ich dir mein Zoo Garten Eden 2.0. Ich finde dein Format einfach wahnsinnig toll und auch inspirierend. Bauzeit liegt etwa bei 30 plus minus Stunden. Ich kann dir leider nicht genau sagen, da ich an mehreren Zoos gleichzeitig baue. Die Idee des Zoos ist, dass man inmitten der Arktis einen Grüngarten mit exotischen Tieren findet. Vermutlich wird man relativ schnell merken, dass ich nicht die größte Gebäudebauerin bin, sondern mehr Wert auf die Gestaltung vom Gelände lege und Wasserfälle liebe. Allerdings weigere ich mich, Gebäude aus dem Workshop zu holen, daher sind alle Gebäude selber gebaut. Ausgenommen die Mitarbeitergebäude und teilweise die Shops etc., die sind, wenn dann, die Standardgebäude aus dem Spiel. Ursprünglich wollte ich außen noch eine Eiswelt mit Polarexpress bauen, habe hier auch teilweise begonnen, mich aber dagegen entschieden, noch weiter an dem Zoo zu bauen, da ich mittlerweile Lags habe und das macht einfach keinen Spaß mehr. Die Mitarbeiterbereiche kann man getrost ignorieren, da ich auf die so gar keinen Wert gelegt habe bei diesem Zoo. Für deinen Rundgang. Der Zoo ist aktuell geschlossen. Und ob Schnee liegt oder nicht, ist eigentlich egal. Der Garten Eden ist fast ein kompletter Rundgang, es ist also egal, ob du rechts oder links rumläufst, ich denke, du wirst alles gut finden können. Wenn du in die Green Hell kommst, musst du wegen der Beleuchtung auf den Nachtmodus schalten und ich empfehle dir, die Besucherperspektive nicht zu verlassen, sonst ist es anstrengend, da wieder rauszukommen. Grundsätzlich ist alles dezent beleuchtet, aber ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Aber wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, darfst du gerne auch jedes Mal einen kleinen Nachtblick in die einzelnen Gebäude werfen. Liebe Grüße und mach weiter so, Mille Meli. Dann schreibt sie noch, dass ich den Zoo veröffentlichen darf, das heißt, ihr findet den Save zu dem Zoo auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und sie schreibt noch eine kleine Notiz oder hat noch eine kleine Notiz an mich geschrieben. Und dort schreibt sie, dass sie auch eine kleine Streamerin auf Twitch ist. Ich verlinke einfach mal ihren Kanal unten in der Videobeschreibung. Sie wollte halt keine Eigenwerbung machen, aber jetzt hast du Werbung. Ich habe nämlich absolut nichts dagegen. Und jetzt besichtigen wir dein Garten Eden 2.0. Und damit sind wir schon im Garten Eden 2.0 angekommen von Mille. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Der Eingangsbereich ist auf jeden Fall schon mal stark verändert. Gehen wir mal ein kleines Stück vorwärts. Also ich finde die Idee ja richtig cool, in einer Schneelandschaft und Eisgegend einen Indoor-Garten zu bauen. Eine sehr coole Idee, ist mal was ganz anderes. Hier flackert es natürlich ein bisschen. Das habe ich ja schon oft gezeigt, wie man das beheben kann. Ist halt immer so ein bisschen störend, finde ich, für die Atmosphäre und für die Optik, wenn die Texturen flackern. Oh, das ist hier Outdoor, ne? Ja, stimmt. Hier ist sogar Himmel. Also, deswegen sind die Bäume auch verschneit. Macht Sinn. Okay. Das heißt, hier wäre es wahrscheinlich ziemlich kalt drin, weil ich sehe auch keine Heizung oder so. Ah, hier flackern noch mehr Sachen leider. Denn noch die Wände. Darauf würde ich immer achten, gerade wenn man so Indoor-Sachen baut, weil dann achtet man ja erst recht vom Nahen auf die ganzen Wände und so. Das ist ja auch relativ schnell behoben, dieses Flackern. Deswegen am besten immer direkt am Anfang drauf achten. Dann kann man das mit dem Copy-Paste später, wenn man die Texturen kopiert und sowas, relativ leicht alles beheben. Ah, okay, wir gehen hier allgemein jetzt erstmal nach draußen. Oh, wie schön die Wolken aussehen. So schön fluffig. Hier auf jeden Fall schon mal ein Springbrunnen und so einen kleinen Plaza. Oh, jetzt wird's kalt, Leute. Zieht euch warm an. Oh, das sieht aber schon mal cool aus. Oh, da hinten sehen wir schon diese riesigen Gewächshäuser, wo wir gleich reingehen. Ist ja mal interessant. Also so schlecht finde ich die jetzt nicht von der Form. Das geht eigentlich. Du hast ja gesagt, du bist nicht die beste Gebäudebauerin, aber das kenne ich. Ist auch echt schwer, Gebäude zu bauen, muss man sagen. Was mir hier auffällt, hier sind so ein bisschen die Füße im Boden. Das heißt, diese Bodentextur, die du hier platziert hast, die man eh nicht sieht, weil es vollgeschneit ist, ist leider ein bisschen zu hoch. Das sieht man auch ganz gut hier an den Bänken. Könnte natürlich auch einfach der Schnee sein, der relativ hoch liegt. Das könnte ich mir sogar echt vorstellen, dass du dir das, dass du das absichtlich gemacht hast, damit das so aussieht, als wenn der Schnee 30 cm hoch ist. Hm. Okay, kritisieren wir das mal nicht. Ist eigentlich eine coole Idee. So, hier haben wir einen kleinen Springbrunnen. Der sieht aber schön aus. Viel Liebe zum Detail. Kleine Felsen drin. Schöne Blumen drin. Wasser sieht super aus. Gefällt mir. Ist auch selbst gebaut. Sehr schön. So, dann kann man hier die Tickets kaufen, so wie es aussieht.
Okay, hier drin ist der Boden leider genauso auf der Höhe. Können wir jetzt nicht mal als Ausrede nehmen. Okay, das ist so ein kleiner Ticketshop. Ich denke mal, hier sollten dann Mitarbeiter hinterstehen, ne? Ich denke mal schon. Hier hättest du sogar rein theoretisch tricksen können, glaube ich, indem du hier hinter irgendwie Wege platzierst und dann, also nur einen so einen Weg, so einen runden, und da stellst du dann einen Mitarbeiter drauf, weil der bewegt sich dann nicht weg. Und dann hätte man das sogar, glaube ich, so faken können, als wenn hier wirklich Leute hinterstehen. Das hättest du echt ausprobieren können. Oh, hier sieht man es ganz extrem mit dem Flackern leider. Okay, hier sind schon mal Toiletten, das ist gut. Toiletten sind nämlich sehr wichtig. Männlein, Weiblein, sehr schön. Sieht natürlich alles noch so ein bisschen rohbaumäßig aus. Also ist halt noch nicht wirklich gestaltet, kaum Deko-Elemente hier drin. Ja, sieht noch sehr, ja, als wenn es noch nicht fertig ist, aus so ein bisschen. Okay, das hier sind Mitarbeitergebäude. Ja, da sollte ich ja nicht gucken, daran. Da hast du dir auch noch nicht so Mühe gegeben, hast du gesagt. So, wir haben unser Ticket gekauft. Jetzt geht's hinein in den Garten Eden 2.0. Ins Warme. Ist mir zu kalt hier. Aber hier ist schon mal schön gestaltet. Hier ist doch die Bordsteine abgesteckt und so. Das gefällt mir schon mal. Ich mag aber auch den Schnee sehr gerne bei Planet Zoo. Ich finde, Planet Zoo ist so ein Spiel, was einen richtig schönen Schneefall hat. Also ich finde das immer cool, dass das so realistisch liegen bleibt. Dass dann wirklich auch, wenn da ein Baum ist, hier unter so eine Fläche nicht ganz voll geschneit ist und so. Das seht ihr hier ganz gut. Das finde ich mega nice. Was ist denn das hier? Darf man hier rein? Weil hier ist der Bordstein immer noch hoch. Oder ist das Mitarbeiter? Nee. Okay, dann musst du natürlich den Bordstein hier auch noch absenken. Ne? Das sieht irgendwie ein bisschen so aus, als wenn man da nicht rein dürfte. Immer so ein paar Shops. Gäste sind natürlich ausgestellt. Ansonsten wäre das natürlich hier so ein bisschen atmosphärischer noch. Aber ihr wisst ja, wegen FPS muss man die Gäste leider mal ausstellen. Okay, hier gibt es ganz viele Shops und Toiletten und so. Und so ganz cool. Ein kleines Gebäude. Auch mit diesem schönen Arktikholz. Das mag ich sowieso sehr gerne. Gehen wir mal weiter. Ich möchte in diese Gewächshäuser rein. Ach, hier ist der Eingang. Okay, ich glaube. Vielleicht soll das hier gar kein richtiger Eingang. Doch, das sieht aber so aus, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, du hast da einfach den Bordstein vergessen, dass du den da wegmachst. Oh, hier ist auch nochmal ein kleiner See. Also, du hast ja auf jeden Fall Mühe gegeben mit der Gestaltung. Man sieht ja auch Büsche, Felsen und, und. Es geht jetzt hier noch sehr, sehr weit. Wir sprinten mal ein bisschen. Oh, wie schön. Hier ist auch beleuchtet. Schauen wir mal ganz kurz bei Nacht. No, das finde ich toll. Oh, mit diesem Polarlicht da im Hintergrund. Dieses. Ist das Polarlicht? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall schön aus mit diesem grünen Licht im Hintergrund. Und dann diese Beleuchtung der weißen Skulpturen. Ach, schön. Das ist toll. Also, solche Scheinwerfer sind eh schön. Hast du ja auch öfter gemacht, so wie es aussieht. Ja, das finde ich immer cool, wenn man solche Sachen anstrahlt und beleuchtet. Ich glaube, ich werde allgemein mal in diesem Zoo öfters mal in die Nachtperspektive wechseln, einfach mal, um zu schauen, wie das Ganze aussieht. Wenn ich es dann mal in dem einen oder anderen Raum vergesse, dann seien wir bitte nicht böse. Aber es ist ja auch geschrieben, dass ich das machen kann. Werde ich, denke ich mal, auch so handhaben, wenn ich es nicht vergesse. So, sprinten wir mal weiter, machen wieder Tag. Kommt 12 Uhr. Und währenddessen gönne ich mir mal eben ein Schlückchen Cappuccino. So. Okay. Na, ich bin auch gerade erst aufgestanden und mal wieder schön einen Zoo besuchen. Gibt nichts Schöneres. Oh, ein paar Felsen wieder. Also man sieht echt schön, dass du hier dir viel Mühe gegeben hast, was die Deko angeht. Ich muss echt sagen, auch dass diese Schneelandschaft mir sehr gut gefällt, auch so im Hintergrund und so. Das ist, glaube ich, hier der Standardhintergrund von der Schneelandschaft. Ja, ist es. Aber der sieht auch schon echt gut aus. Also das sieht bei anderen Landschaften immer dann viel unfertiger aus als bei dieser Schneelandschaft. Die kann man echt gut verwenden. So, Polarexpress. Meintest du nicht, dass das hier unfertig wäre und dass du das nicht gemacht hast? Oh, kann natürlich sein, dass das noch. Ah, sie hat mir auf jeden Fall noch Updates eingereicht von ihrem Zoo. Das heißt, es kann sogar sein, dass es jetzt fertig ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mir gerade die Update-E-Mails irgendwie gar nicht mehr durchgelesen. Habe ich irgendwie vergessen. Das ist halt jetzt die von der ersten E-Mail. Sollen wir da mal reingucken, ob der fährt oder nicht? Ich weiß es nicht. Hier sind auch nochmal so ein paar Shops. Ist auch wieder beleuchtet. Sind das Lampen hier? Ich glaube schon. Oh, sehr schön gestaltet. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier so ein bisschen chaotisch durch den Zoo. Ganz ohne Plan. Schauen wir auch nochmal kurz vorbei.
Schade, dass man das so nicht umstellen kann mit einem Tastendruck. Das wäre praktisch. Oh, das ist aber süß beleuchtet. Guck mal. Ach, schön. Das gefällt mir. Sogar hier drin ist beleuchtet. Sehr cool. Ja, ich weiß gerade nicht, ob wir den fahren sollen oder nicht. Bin ja nicht so ein großer Fan von diesen Attraktionen, weil man da immer so viel verpasst, weil die so schnell sind. Gehen wir mal weiter erstmal. Können ja immer noch damit fahren. Gehe ich überhaupt richtig? Weil irgendwie dachte ich, ist alles irgendwie mehr Indoor, was ich hier besichtige. Ach, da geht's erst zum Garten Eden. In Arbeit. Das ist die Eiswelt. Komm, einmal Sneak Peek. Auf jeden Fall schon mal ein Tunneleingang. Oh, da oben sehe ich auch schon Häuser. Ist schon irgendwas? Ne. Dann gehen wir wieder zurück. Haben jetzt genug hier gespitzelt und mal reingeguckt. Finde ich aber immer cool, wenn man solche Bereiche, die noch nicht fertig sind, absteckt mit solchen Zäunen und Geländern. Immer eine tolle Sache. So. Hier fährt übrigens der Express lang. Ach, guck mal, der fährt sogar durch diesen unfertigen Bereich. Das sieht auch noch sehr unfertig hier aus. Also ich glaube, es war ganz gut, dass wir den nicht gefahren sind. Ah, das ist ein Wasserfall. Du hast ja auch geschrieben, du magst gerne Wasserfälle. Ich auch. Ich liebe Wasserfälle. Jetzt geht's hinein. Endlich. War jetzt auch ein langer Marsch durch den Schnee. Jetzt wollen wir ins Warme. Garten Eden. Also ich muss sagen, das Logo sieht schon mal mega gut aus. Den Baum hier hättest du vielleicht noch einen Ticken wegbewegen können. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich mach's mal ganz kurz, dass wir mal den Schriftzug sehen, weil ich den sehr schön finde. Okay. Weil der hat ein bisschen das Schild verdeckt. Vielleicht war es auch absichtlich, dass es verdeckt ist so ein bisschen. Macht ja auch nichts. Aber ich finde das Schild sehr schön, also dieses Logo. Das hast du halt auch selbst gebaut. Flackert leider auch wieder ein ganz bisschen, aber das ist nur minimal. Ich finde es wirklich schön. Toll designt, tolle Gestaltung. Ab geht's in den Garten Eden. Oh ja. Das ist doch schon mal schön. Oh, hab ich den Sound überhaupt an? Na doch. Ich höre so ganz leichte Musik. Ist die vom... Ich glaube, das ist aber Ingame-Musik. Ich glaube, das ist nicht, weil du hier Boxen installiert hast. Ich hatte mein Sound gerade die ganze Zeit ein bisschen leise, muss ich sagen. Jetzt höre ich aber auch so ein bisschen... Nochmal ganz laut. Die Musik passt gerade voll. Ist die hier? Ich kann es gerade nicht zuordnen. Ob das im Spiel ist oder... Ich glaube, das ist einfach aus dem Spiel und nicht hier aus deinem Zoo. Ist aber schöne Atmosphäre hier. Gefällt mir gut. Schöne Bepflanzung. Ich mag das sehr gerne, wenn die ganzen Bäume und so über den Weg wachsen. Das ist toll. Der Wasser plätschern. Oh, das ist schön. So richtig idyllisch, wenn man so aus dem kalten Schnee kommt. Ach toll. Aber gefällt mir richtig gut. Das mit den Glasdächern, das hätte man natürlich wahrscheinlich noch so ein bisschen interessanter gestalten können. Das sind halt jetzt einfach nur diese Glasstrukturen an Glasstrukturen. Da kann man sich sicherlich noch was einfallen lassen, damit man die Gebäude ein bisschen spannender gestaltet und abwechslungsreicher. Aber hast du ja geschrieben, dass du da nicht so viel Wert drauf gelegt hast und da nicht so gut drin bist. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Hier gibt es eine Info. Auch sehr schön. Hallo. Du hast immer einen coolen Bart. Abulas. So. Ah, wieder ein Wasserfall. Plätschern des Wassers so toll. Ich mag diesen Kontrast richtig gerne, wenn man sich so... Es gibt einen irgendwie ein Wohlbefinden, wenn man so nach draußen guckt. Da sieht es so verschneit und kalt aus und man ist hier drin in so einem richtig schönen grünen Gewächshaus. Schon toll. Also ich mag die Idee richtig gerne. Bis jetzt gefällt es mir auch sehr gut. Wo sind wir denn hier? Ah, wieder ein Wasserfall. Ziemlich extremes Plätschern. Also ich weiß nicht, ob du hier vielleicht ein bisschen sparsamer hättest sein können. Aber das ist immer Geschmackssache. Ich sage ja manchmal, weniger ist mehr. Ist aber auch so. Sind hier schon Tiere? Ja, tatsächlich. Leistenkrokodile haben wir hier. Ach, wie cool. Finde ich toll. Und da haben die auch so eine kleine Höhle. Hier kann ich natürlich auch nochmal anmerken, Standardwege, Standardgeländer und diese Standardstützen bin ich kein großer Fan von. Also wenn man das selber bauen kann, finde ich es immer schön. Ist natürlich immer anstrengend. Deswegen kann ich auch verstehen, dass viele das nicht machen. Aber, ja, man hat sich halt satt gesehen an den Dingern.
ist auch so eine kleine Brücke gebaut. Ich glaube, die ist für die Mitarbeiter, so wie es aussieht. Gut, hier ist das natürlich nicht ganz so sauber, hier mit dem, wobei das sogar klar geht. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn der Sand da drüber liegt. Ja, ich mag diese Stützen auch nicht, ne? Einfach nur so Beton oder sowas. Finde ich, macht so ein bisschen das Landschaftsbild kaputt. Du hast hier wirklich eine schöne Felsgestaltung gemacht. Auch Bepflanzung ist sehr schön. Hast halt so ein sehr sandiges, trockenes Gehege gebaut. Aber das Einzige, was mich halt stört, ist dieser Weg. Der macht so ein bisschen das Bild kaputt. Aber ansonsten sehr schön gestaltet. Ist ja auch so eine Plattform, das finde ich ganz cool. Okay, gehen wir mal weiter. Wo geht's hier hin? Flachlandgorilla, Erdferkel, Zwergflusspferd, Cave und Aldabra-Schildkröte. Okay. Ich hab Angst, mich zu verlaufen bei so vielen Schildern. Rechts oder links ist egal, meintest du. Ich glaube, das ist die Abzweigung, die du meintest, ne? Wird fast sein, dass wir erst nach links gehen, wegen, da ist nur ein Schild. Kann man das sozusagen abarbeiten. Also hier sind nochmal so ein paar Shops. Das finde ich immer sehr cool. Das habe ich schon öfter mittlerweile gesehen. Dass Leute diesen, oh, ich weiß nicht, wie dieser Untergrund heißt. Mulch? Rindenmulch oder so? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber dass das Leute mit so Holz kombinieren, finde ich sehr cool. Sieht dann halt so ein bisschen so aus, als wenn da eigentlich Holz unter ist und das so ein bisschen bedeckt ist von diesem vermeintlichen Rindenmulch. Finde ich mega nice, tolle Idee. Also solche selbstgebauten Wege finde ich immer klasse. So, hier ist auch nochmal eine Toilette. Gut, Toiletten finde ich immer schöner, wenn man sie ganz einbaut mit Türen oder so, weil ich einfach dieses Gebäude nicht gerne mag. Ich höre schon die Glocken läuten. Irgendein Tier ist frei und wird mich auffressen. Wahrscheinlich in der Green Hell. Heißt ja nicht umsonst so. Okay, jetzt gehen wir mal hier lang. Geht's denn hier rein? Das finde ich auch immer eine tolle Idee, wenn man so durch solche Seile durchläuft. Das kann man ja immer als natürliche Gehegebegrenzung so ein bisschen benutzen. Ist das jetzt ein begehbares Gehege? Nee, ich glaube nicht. Wenn hier Gorillas drin sind, wäre das auch ein bisschen gefährlich. Wo sind die denn? Das finde ich wieder sehr gut, dass du hier Höhenunterschiede drin hast. Und du hast auch wieder schön bepflanzt. Hättest sogar vielleicht noch ein paar mehr Büsche machen können. Also hier stehen relativ viele Bäume. Aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn die Bäume ohne Büsche da stehen. Hier ist es ein bisschen besser auf dieser Seite. Hier hast du auch ein paar Büsche. Ja, das sieht auf jeden Fall schöner aus. Der Seite hat mir das ein bisschen gefehlt gerade, wo ich runtergeguckt habe. Aber ansonsten wieder natürlich der Weg und die Stützen. Nicht ganz so schön, aber ja, das ist halt sehr zeitintensiv, wenn man das alles selber machen muss noch, ne? Und abstützen muss. Was machen die denn da? Sind Wasserfall am Planschen oder was? Und tatsächlich, Flachlandgorilla, Babys aber. Die spielen im Wasserfall, die Babys. Okay. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht, weil irgendwie sind hier echt mehr Wege, als ich dachte. Finde ich ganz cool, dass du hier nochmal so ein kleines Dorf gebaut hast für die Mitarbeiter. Okay, man ist hier wirklich sehr hoch. Das ist wieder ein schöner Wasserfall. Ich kann das aber sehr schlecht sehen von hier. Mal gucken, ob wir es gleich besser zu Gesicht bekommen. Also das Wegenetz hätte sowieso, also das hättest du ruhig noch ein bisschen sauberer bauen können. Also hier so ein bisschen dieses Kreuz und Quer. Ja. Also, ich glaube, so ein bisschen gleichmäßiger wäre da nicht schlecht gewesen. Wieder so eine Plattform, wo man rauf kann. Ich glaube tatsächlich auch, dass es fast klüger gewesen wäre. Das ist ja ein sehr großes Gehege. Aber ich glaube, es wäre klüger gewesen, hättest du die Wege nicht komplett hier so kreuz und quer rumgemacht, weil die Wege zerstören einem halt immer so ein bisschen die Sicht und das Gehegebild so ein bisschen, wenn überall diese Säulen und so sind. Also ich glaube, es wäre fast klüger gewesen, hättest du nur einmal so einen Halbkreis oder so hier lang geführt. Dass man sozusagen nur von hier nach hier laufen kann und der Rest ist Gehege oder so. Und dann vielleicht noch so eine Plattform in der Mitte. Ich glaube, das hätte schon ausgereicht, als einmal komplett drumherum. Ist natürlich schön, wenn man von allen Seiten gucken kann, aber ja, du siehst schon, diese Säulen und so. Also das ist halt das, was mich so ein bisschen stört hier, dass hier überall diese Betonpfeiler sind. Und ja, hättest du weniger Wege gebaut, hättest du auch logischerweise weniger von diesen Pfeilern. Echt ein großes Gehege. Aber ich habe das auch das Gefühl, weil wir so hoch sind, dass man irgendwie nicht nah dran ist an den Tieren.
Das ist auch ein bisschen schade. Aber hier wieder ein schöner Wasserfall. Der sieht auch gut aus. Interessanter Wasserverlauf. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. So. Sieht wirklich cool hier aus. Eine kleine, schöne Oase. Hier sind nochmal Toiletten und Shops. Da hinten komme ich zurück, ne? Ich glaube schon. Gehen wir mal hier weiter rein. Jetzt geht es nämlich, glaube ich, zu den Glocken, die klingeln. Was ist denn hier hin? Also hier hast du wieder sehr fleißig die ganzen Bordsteine und so abgesteckt. Dass die Wege hier so ein bisschen hoch und runter gehen, finde ich gar nicht schlimm. Das ist voll okay. Das ist nämlich nicht zu steil oder so. Also ich glaube, da könnte man noch vernünftig langlaufen. Hier ein begehbares Gehege. Sieht das so aus, ne? Hier steht Spielzeug rum für Tiere. Was für Tierchen erwarten uns hier? Vielleicht kommt Thiago oder so. Das wär's. Auch wieder ein schöner Wasserfall. Sehr schöne Fels- und Pflanzenarbeit hier hast du auf jeden Fall gemacht. Super aus. Sieht mega nice aus. Hier ist auch nochmal ein Wasserfall. Ich glaube, der fließt sogar hier so runter, der Wasserfall, so wie es aussieht. Ist ganz nice. Hör hier irgendwas. Irgendwas poltert. Da. Was bist du? Ich schätze Kata oder Varia. Ja. Hab ich fast gedacht. Ist immer so Standard. Moin. Guck mal, ein Kata-Baby direkt. Hallo. Na, du kleiner Racker. Nicht, dass du mir was klaust. Liebische Äffchen. Irgendein Tierchen scheint ausgebüxt zu sein. Finde ich aber cool. Also hier ist so eine komplette Kuppel mit Besuchereinrichtungen und so, die begehbar ist, wo halt die Äffchen frei herumlaufen. Oh, das sieht auch schön aus, ja. Coole Idee mit diesen, was ist denn das hier, Kupfer oder so? Mit diesen Kupfer-Deko-Sachen zu arbeiten. Dann wieder dieser Blick auf die Schneelandschaft. Auch wenn die noch so roh aussieht und hier nichts gebaut ist, sieht trotzdem cool aus. Also die Schneelandschaft ist wirklich eine sehr dankbare Hintergrundgegend. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass wenn es draußen schneit, sowieso alles einfach weiß ist. Dadurch empfindet man das wahrscheinlich nicht als störend. Okay. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Wege... Obwohl, das ist eigentlich relativ eindeutig, ne? Hier geht's rechts und dann wieder hier einmal rum. Ne, okay. Ne, hier geht's auch nochmal lang, oder? Ja. Ich habe echt Angst, was zu übersehen. Hä? Hier sind Abzweigungen. Du hast gesagt, ich kann mich nicht verlaufen. Ich werde mich 100 pro verlaufen. Nicht meine Schuld. Wie geht's denn hier lang? Oder kommen wir hierher? Nee, hier kommen wir nicht her. Ich gehe kurz zurück. Gehen wir mal kurz hier rein. Was haben wir denn hier? Wir gehen mal hier weiter. Hey, hier sind auch Katas. Und Varis. Ist das gewollt? Irgendwie glaube ich das nicht. Ich habe das Gefühl, die sind hier ausgebüxt. Wait a minute. Boah, tatsächlich. Die können hier durch. Wie unlogisch ist das denn? Wo können die denn hier durch? Als ob. Können hier durch den Schlitz oder so durch. Wow, Planet Zoo. Scheint hier nicht so funktioniert zu haben mit den Seilen. Deswegen klingeln auch die Glocken die ganze Zeit. So, gehen wir mal hier weiter. Wieder sehr schön gestaltet. Oh, ein riesiger Wasserfall. Oh mein Gott, wie schön. Oh, nice. Das gefällt mir. Hier wird man bestimmt auch nass. Ich hoffe, das Wasser ist warm. Das ist cool. Ich liebe solche Wasserfälle nah am Weg. Richtig toll. Hier kann man sie auch nochmal von unten sehen. Ja, gut. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Das Einzige, was hier das Bild kaputt macht, ist wieder der Standardweg von Planet Zoo. Da finde ich cool, so ein großer Wasserfall. Coole Idee, das direkt so am Weg zu machen. Hier ist auch nochmal ein riesiges Gewässer unten. Gibt es hier denn Tiere drin? Ja, tatsächlich. Was haben wir denn da? Tapir ist das, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Tapir. Ah, wie cool. Chillt dann so in seinem eigenen Dschungel. Auch wieder sehr schöne
Bepflanzung, die du hier gemacht hast. Und auch gute Felsarbeit. Aber das machst du sowieso durchgehend. Also die Felsarbeit ist mir jetzt immer nur sehr positiv aufgefallen hier bis jetzt. Ich finde das auch immer cool, wenn man das, die Felsen so direkt nah am Weg macht. Das sieht sehr schön aus. So, hier geht es nochmal hoch. Hier kann man nochmal sitzen. Da wieder die Schneelandschaft bewundern. Da kommt dann einen hier so ein Cutter entgegen. Hier kann man dann auch nochmal reingehen. Hier ist dann wieder so eine kleine Fressbude. Also Fressbuden hast du auch mehr als genug gebaut. Definitiv. Toiletten auch. Ach, schön. Cool. Okay. Da komme ich wieder zurück. Ging es da hinten noch weiter? Ansonsten habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht, weil dann kann ich den anderen Weg gleich nehmen. Schauen wir ganz kurz. Nee, das ist nämlich hier so ein kleiner Rundgang. Dann habe ich alles richtig gemacht, glaube ich. Jetzt können wir nämlich zurückgehen und den anderen Weg gehen. Ich bin gerade stolz auf mich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Jetzt geht es nämlich hier hoch. Wo geht's hier hin? Das ist jetzt so ein ganz anderes Biom. Das ist mehr so eine Wüste. Sieht man auch direkt. Schön mit den Höhenunterschieden hier auch gearbeitet. Ich habe hier vorhin auch schon die Tiere gesehen, nämlich die Trampeltiere. Sehe ich nur gerade irgendwie nicht. Wo sind sie? Ja, wo sind die? Ja. Da versteckt es sich. Legt sich gerade hin. Sehr cool. Oh, das sieht nice aus hier, die Bepflanzung mit den Kakteen. Und den Palmen. Cool. Oh, hier hast du sehr schön dekoriert. Auch so ein kleines Lagerfeuer. Die Zelte. Hier würde ich gerne übernachten. Ein schöner Springbrunnen nochmal. Kleines Gewässer. Oh, das sieht schon toll aus. Geht's auch wieder rein. Hat man wieder Fressbuden. Also Fressbuden und Toiletten hast du wirklich in jeder Station, glaube ich, gemacht. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Da gibst du den Gästen halt viele Möglichkeiten. Hä? Sind hier Krokodile oder so? Hier liegt Fleisch. Wait. Tatsächlich. Danke, Skaviale haben wir hier. Die sind aber abgegrenzt von den Trampeltieren, hoffe ich. Komme ich hier rein, dass ich mal eben gucken kann? Ja. Ja, die sind abgegrenzt. Okay, hier ist eine Felsmauer vor. Ich wollte schon sagen, nachher essen die Krokodile sonst die Trampeltierbabys. Mama, Papa und Baby haben wir hier. Ach, wie schön. Auch tolle Tiere. Okay, gehen wir mal weiter. Nach hier oben. Wo geht's denn jetzt hier rein? Auch wieder sehr schön gestaltet von der Bepflanzung. So ein bisschen... Ah, hier ist immer noch so ein bisschen Wüstenlandschaft. Ich finde es wieder ganz toll, dass du hier diese Palmblätter oder... Sind das Palmblätter? Würde ich schon sagen, ne? Oder sind das Bananenpalmen? Sieht eher aus wie so eine Ananaspalme oder so. Könnt ihr mal gucken. Dattelpalme, okay. Ja, macht Sinn. Finde ich aber schön, dass die wieder über dem Weg so hinüberragen. Also, dass man hier so unten durchgeht, das finde ich echt toll. Das gefällt mir. Haben wir ein Vivarium. Mit einer Gila-Krustenechse. Können wir so mal ganz nah rangehen. Cool. Auch in dieser Wüstenoptik. War hier noch was? Nee. Das nächste Tier. Dürfte eine Puffotter sein. Auch cooles Tier. Hier ist das nächste Tier. Haben wir denn hier? Oh Gott. Wüstenskorpion oder so? Indischer Wüstenskorpion? Würde ich jetzt schätzen. Können wir mal gucken. Haariger Wüstenskorpion. Fast. Fast, fast, fast. Bada. Nächstes Gehege mit Erdferkelchen. Sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Hast ja auch dich wieder schön ausgetobt mit den Terrain-Tools.
Sieht schon interessant aus. Bisschen Musik. Oh, ein riesiges Gewässer. Ich höre hier auch irgendwas. Ach da. Mensch, bist du laut. Ist das ein Zwerghippo oder ein Baby? Zwerghippo. Okay. Hätte auch ein Hippo-Baby sein können, von einem normalen Hippo. Deswegen auch das große Wasser. Macht Sinn, ne? Bei einem Flusspferd. Wieder ein schöner Wasserfall. Ich will aber nochmal zurückgehen. Ich glaube, ich habe da noch einiges verpasst drüben bei den Erdferkeln. Ging es hier noch in die andere Richtung? Ja, genau. Hier geht es nämlich auch noch lang. Ah, hier kann man auch mal die Flusspferde sehen. Hast du auch hier schön eingebaut, die Tafel. Wir sind leider gerade nicht zugegen. Hier geht es aber auch noch lang. Auch wieder ein schöner kleiner Wasserfall. Ah, hier sind nochmal so ein paar Shops. Hier geht es in den nächsten Bereich. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wir gehen erstmal den anderen Weg. Gucken da lang. Hier sieht man dann auch nochmal das Gehege von den Erdferkeln. Sind aber auch leider gerade nicht da. Also ich habe das Gefühl, man kann sich hier schon verlaufen oder Sachen übersehen. Das klang in deiner E-Mail so einfach. Wobei, vielleicht geht es auch komplett jetzt hier rum. Ich glaube schon... Ah, doch, ich glaube wirklich. Vorhin waren wir nämlich hier vorne. So, da hätten wir, glaube ich, in den gleichen Dings gehen können, oder? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Egal, wir gehen einfach weiter. Ja, schöne Wasserfälle. Es dürfte die Aldabra-Schildkröte sein. Sogar begehbar, das Gehege. Gehen wir einfach mal hinein. Direkt hinein. Okay, hier könnte man, glaube ich, sogar noch ein bisschen gestalten können am Rand. Sieht ein bisschen kahl hier aus. So, ab hinein ins Gehege. Mir fehlt halt immer noch diese mittlere Laufgeschwindigkeit. Finde ich sehr schade. Also das hier ist mir zu langsam, das hier zu schnell. Schade, dass es sowas nicht gibt. Oh, da geht's in die Green Hell, wie cool. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, ab und zu bei Nacht zu schauen. Da gehen wir gleich bei Nacht rein, Leute. In die grüne Helle. Wir haben ja Green Hell gespielt. Wir wissen ja, sehr gefährliches Spiel. Viele giftige, fiese Tiere. So. Ich will eigentlich alles abarbeiten, bevor ich da reingehe. Ist echt schwer, hier den Überblick zu bewahren. Das sind Mitarbeiterwege. Okay. Ich weiß halt nicht, ob die Green Hell so die letzte Station ist, wo man reingeht. Das ist wieder Schildkröte, ne? Ja. Da waren wir gerade rausgekommen. Also ich glaube, man kann sich hier sehr wohl verlaufen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich mich verlaufe. Kann auch sein, dass ich alles richtig mache. Hier sieht man leider ganz leicht die Düsen. Und die schwebt auch ein bisschen, das Plätschern. Sie müssen, glaube ich, noch ein ganz bisschen runter. Sehe ich aber auch gerade nur, weil ich von dieser Perspektive gucke. Und hier sieht man schon fast gar nicht mehr. So, hier kann man auch nochmal gucken. Ich will jetzt eigentlich nochmal zurück. Oder ist das jetzt der Rückweg? Wartet mal. Nee. Genau. Wir gehen jetzt nochmal ein Stück zurück. Ah, hier geht es nämlich rein, genau. Das ist aber ein anderer Bereich. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Weil die Green Hell will ich mir so aufheben als Highlight am Ende. Oh, waren wir hier schon? Wait. Das kommt mir hier bekannt vor. Hier waren wir doch schon. Das ist das mit dem Rindenmulch. Wo ich denke, es ist Rindenmulch. Ja, hier waren wir schon. Die Leistenkrokodile. Ah, okay. Dann kann man sich doch nicht verlaufen. Nehmen gerade am 12.05. auf. Um 9.56 Uhr. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, ja, heute wird wahrscheinlich das Video noch kommen. Also gehe ich mal davon aus, dass es relativ aktuell ist. Das ist aber meistens so bei meinen Videos. Ich lade eigentlich alles relativ schnell hoch, was ich aufnehme. Ich finde es aber auch immer gut, wenn Sachen aktuell sind, weil dadurch kann man halt auch auf Kommentare und so schneller reagieren. So, sehr schön. Da geht's jetzt hinein. In die grüne Helle.
Bin ich ja gespannt, was uns hier erwartet. Oh, ich habe Angst, dass ich gleich gefressen werde. Immer so eine Wendeltreppe. Hier hätte man natürlich auch noch so ein bisschen die Felsen gestalten können. Ist auch ein bisschen dunkel, ne? Aber ein bisschen mehr beleuchten hättest du ja auch können. Oh ja, hier sieht es noch leider sehr unfertig aus. Oh, jetzt geht's hinein. Grüne Hölle. Hä, es gibt zwei Eingänge? Wo habe ich den denn jetzt schon wieder übersehen? Leute, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich denn jetzt? Sieht ja auch noch ein bisschen unfertig aus. Wo bin ich denn jetzt? In welcher Kuppel? Ich habe mich sowas von verlaufen. Aber den Wasserfall hier kenne ich doch. Doch, hier war ich gerade. Ja, hier war ich auch schon. Ach, das ist der gleiche Dings. Ah, ich verstehe. Okay. Vielleicht habe ich mich doch nicht verlaufen. Aber ich bin verwirrt. Okay. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ich habe schon wieder das Gefühl, ich verlaufe mich. Also es sind mir auch schon wieder ein bisschen zu viele Wege, wenn ich das so sagen kann. Ich finde das immer ganz schön, wenn man wirklich einen strikten Weg vorgegeben hat, bekommt, aber nicht das Gefühl hat, man muss diesen strikten Weg laufen. Das ist immer schwer hinzubekommen, aber es geht. Haben wir denn hier eine Schlange? Ist die lang? Oder sind das zwei Schlangen? Ist eine oder zwei? Zwei, ne? Ja, hier ist der Kopf von der anderen. Ich würde schon sagen, es dürfte doch eine Boa Constrictor sein. Ne, Abgottschlange. Fast. Er reinigt erstmal. Was ist das? Das könnte die Boa sein. Ja, das ist ja dunkel, man kann die kaum erkennen. Auch eine Abgottschlange, okay. Schade, dass man solche Vivarien nicht selber bauen kann. Finde ich sehr schade. Ich mag das sehr gerne mit dem grünen Licht. Hier ist. Ich bin gerade zu faul zum Gucken, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, wir sind fast nur Vivarien. Aber ich bin halt kein großer Vivarien-Fan, habe ich ja schon oft gesagt. Sind halt langweilig. Die Tiere bewegen sich da drin so gut wie gar nicht. Man hat es halt schon zuhauf gesehen. Oh, hier ist es cool beleuchtet. Ist das jetzt auch wieder eine Abgottschlange? Auch wieder eine Abgottschlange. Da sind wir jetzt einmal im Kreis. Wir sind einmal im Kreis gelaufen, ne? War halt das gleiche Vivarium, was ich mir vorhin schon angeguckt habe. Aber ich habe das Tier diesmal erkannt. Ich habe dazugelernt. Ah, hier Toiletten sehr gut eingebaut. Ich weiß nicht, mir ist es hier trotzdem noch ein bisschen zu dunkel. Also ich glaube, du hättest. Also diese Seitenbeleuchtung ist ganz cool, aber vielleicht hättest du noch so indirektes Licht hier, dass der Weg ein bisschen beleuchtet ist, machen können. Das dürfte auch wieder hier die Puffotter sein. Puffotter. Das kann ich hier leider nicht erkennen. Was ist das? Ist das eine Texas Rattlesnake? Nee, Todesotter. Okay, ah nee, Todesotter ist da. Das ist wirklich die Texas Klapperschlange. Das hier ist die Todesotter. Die kennt man immer, weil die einen dunkleren Kopf hat als die Puffotter. Mehr so in Richtung Schwarz. Schwarz für Tod. Das sieht schön aus. Also ich glaube, du hättest dich ruhig noch ein bisschen mehr austoben können, was Beleuchtung angeht. Und halt, wenn du mal wieder einen Zoo baust oder noch einen weiteren baust, ich würde echt gucken, dass du das mit den Wegen noch mal ein bisschen anders gestaltest. Weil ich finde es teilweise ein bisschen verwirrend und diese Standardwege mag ich sowieso nicht. Aber ihr seht schon, es ist hier schon extrem dunkel. Also wenn man hier wirklich langlaufen würde, dann würden hier wirklich Unfälle passieren, glaube ich. Weil halt man Stufen runterläuft, ohne seine eigenen Füße zu sehen. Schade, hier sind nur Vivarien. Ich hoffe, hier kommt gleich noch was anderes. Aber Vivarien sind halt echt doof. Ich könnte jetzt alle durchgucken, aber ich war ein bisschen zu faul für. Diese Beleuchtung ist aber cool, also mit diesem grünen Licht. Da hätte sich ruhig noch mehr austoben können. Wo geht's denn jetzt hier lang? Und noch schönes Wasser. War hier schon? Ist aber auch echt ein bisschen verwirrend. Ich mach mal Licht an. Sehen wir auch was. Ich glaube, wir sind hier am Ende angekommen. Ich
kann es nicht sagen, weil die Wege schon ein bisschen verwirrend sind. Ist auch noch ein Vivarium. Habe ich, glaube ich, gerade gar nicht gesehen. Mit Taschenlampe sieht man wenigstens ein bisschen was. Ich habe jetzt Angst, was zu übersehen, aber ich glaube, ich habe nichts übersehen. Ich glaube, das war die Green Hell. Schade, schade. Vivarien sind natürlich sehr passend für so einen Bereich. Aber Vivarien sind leider immer ein bisschen langweilig. Hätte mich sehr gefreut, wäre hier nochmal ein normales Tier gewesen. Vielleicht ein Jaguar oder so. Ah, du hast wahrscheinlich das neue DLC noch gar nicht. Oder hast du es vielleicht auch gar nicht? Wir gucken mal von oben. Leute, wir gucken mal von oben. Jetzt hier lang genug rumgegeistert. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Das ist der Garten Eden 2.0. War ich hier überall drin? Bin ich hier durchgelaufen? Ja, hier bin ich durchgelaufen. Das war das mit den Vivarien. Das ist schon eine sehr coole Idee, ne? Ich hoffe echt, ich habe nichts verpasst von diesen ganzen Kuppeln. Das Wegenetz kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen überarbeiten. Boah, das sieht schon impressive aus. Sehr cool. Wenn man hier so reinguckt. Und mal die anderen auch noch rein. Gucken wir, dass wir das gut hinbekommen. Boah, der riesige Wasserfall, Leute. Oh mein Gott, ist das cool. Okay, der ist nice. Der ist wirklich sehr nice. Der geht sogar da unten noch und weiter runter. Ach, diese Kamera, ne? Die Kamera ist halt wirklich indoor richtig schlimm von Planet Zoo. Der duscht sich da gerade, der Tapir. So, nächste Kuppel. Das ist schon sehr cool. Ich glaube, wir haben mal wirklich alle gesehen. Ich hoffe es wirklich. Waren wir hier? Ja, doch, hier waren wir auch. Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht da durchgelaufen. Ich bin ja auch oft genug hin und her geirrt. Okay, Leute, das war auf jeden Fall der Garten Eden. 2.0 sogar. Es gab wohl auch eine 1.0-Version. Wollen wir das schöne Schild hier? Ging es denn hier rein? Da. Das war der Garten Eden 2.0 von Mille. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schreibt auch mal rein, wie ihr den Garten Eden fandet. Und wenn ihr selber einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, dann könnt ihr es auch gerne tun. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu alle Infos. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.